Ja, Mensch, willkommen zurück bei Estranged Act 1. Hier in dieser Half-Life 2 Modifikation, die ich persönlich ziemlich cool finde. Es tut mir leid, dass da längere Zeit lang nichts kam. Ich habe gestern versucht, das hier aufzunehmen. Ich habe es gespielt und aufgenommen gehabt, aber leider hat meine Stimme weil wieder nicht auf die Videospur sich verabschiedet. So, sie war nicht da, sie. Man konnte meine Stimme nicht hören, man konnte halt nur das Gameplay sehen und das nachkommentieren wollte ich nicht. Deswegen spiele ich das hier jetzt alles normal und ja, ich hoffe, die Zeit wird trotzdem ganz nett sein. Also wir waren kurz davor, hier in diesen Fahrstuhl reinzugehen und das werde ich jetzt mal tun. Ich mag Fahrstühle in solchen Spielen eigentlich überhaupt nicht und deswegen machen wir das einfach mal. Aber wie gesagt, ich habe Angst vor sowas. Auch irgendwie in Cry of Fear oder so war das ziemlich schlimm. Das ist ein netter Zeitgenosse. Alles klar, es geht ab. Oh, wow, 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 wow. Oh, gut, ne? So, jetzt sind wir erstmal wieder im Keller. Das ist auch sehr geil, weil ich wollte da eigentlich nur hier raus. Und zwar irgendwie nach oben. Aber ich komme immer weiter nach unten, wenn ich jetzt hier weitermache. Die Tür auf? Nein. Lass mal mitnehmen hier. Komm. Bam. So. Hier ist nix. Ich höre aber so ein... Wasser höre ich auf jeden Fall. Mal erstmal Flasche nehmen. Ah, hier kommt das Wasser her. Interessant. Bloß schnell hier rüber. Tür wieder zu. Das ist viel zu laut. Die Türen gehen alle nicht auf. Geht die hier auf? Jawohl. Ich persönlich finde Wasser jetzt in solchen Spielen auch immer bedenklich, weil wenn zum Beispiel das Teil hier jetzt irgendwie den Strom darauf leiten würde, dann wäre das extrem unschön. Ja, geht die Tür hier auf? Nein. Okay. Ja, aber wie gesagt, das Wasser hier wäre so als Leitquelle sehr cool in solchen Spielen. Wunderbar. Gut, dass das gleich zum Tragen kommt. So, Stecker raus. Ein Wurm. Ich bleibe in der Tür hängen. Komm mit. Das ist so doof. So, weg mit dir. So, hier rein. Ist alles klar hier. Oh, ein... Oh Gott, ein Zombie. Es geht ab. Okay, der kriegt mich nicht. Hier, kannst mit der Kiste spielen. Ich muss hier unten durch. Hatte ich bereits gesagt, dass dieser Effekt ziemlich geil ist? Wahrscheinlich, ja. Nee, aber diese Modifikation ist echt... Also ich würde sie definitiv jedem ans Herz legen, der für sowas Interesse hat und so... Hallo, ich bin hier. Ah, nö, greife ich nicht an. Komme ich hier durch? Nö. Gibt's wahrscheinlich nur eine Möglichkeit, da einmal rüber zu springen. Durchaus. Funktioniert. Super gerade. Jawohl. Oh, ein Stein. Gut, komm mit. Stein, wir... werden eine tolle Zukunft haben. So, komm mit. Stein. Oh, das Medikit. Man sieht es schon durch die Wand durch. Dann sind wir fast voll regeneriert. Kann aber... Oh. Wir müssen versuchen, diese Viecher irgendwie so leise wie möglich auszuschalten, weil sonst verlieren wir definitiv zu viel Leben hier. Geht's hier rein? Oh, Tatsache. Geht's hier? Nein, leider nicht. Gut. Ah! Hab ich selber in die Wand eingeklemmt. Was ist hier drin? Nix. Gut. Komm wieder raus. Und weiter. Und ab dafür sozusagen. Was ist hier? Tür zu. Tür zu.
Ja, und ich muss natürlich noch weiter nach unten, weil ich will ja nur raus hier. Also immer weiter nach unten, super klasse. Oh, die Tür ist offen, die nicht. Okay. Da ist so ein Kackviech drin und da liegt scheinbar irgendwie ein Schlüssel. Gut. Geht die Tür hier auf? Nein, wir müssen also hier durch rein. Sehr cool. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, aber scheinbar ja doch. Rein da. Tür auf. Ja, dreh den Schlüssel doch schneller um hier. Mensch. Ja, nicht alle Zeit der Welt. Das ist nicht schön hier. Okay, das wäre zu einfach gewesen. Oh nein, nicht schon wieder einer. Okay. Hallo, ich habe den doch dreimal getroffen. Okay, er hat mich jetzt auch dreimal getroffen. Super klasse. Hat nicht ganz so funktioniert mit dem. Wow, schieb mich nicht hier ins Wasser, die Tür. Dann werde ich mal Lust, da reinzuspringen. Mal kurz speichern. So. Komm hier. Wohl. Aber ich glaube, dann sterben wir. Oh Gott, oh Gott. Aua. Ja, dann sterben wir. Sterben wir auch, wenn wir das anders, Ah, schade. Hätte ja sein können, dass wir da irgendwie so dran vorbeigehen können. Aber scheinbar ja nicht. Gut, kommen wir hier durch. Jetzt gehe ich schon den ersten Weg, der irgendwie so ein bisschen unlogischer wäre. Und wir kommen da trotzdem nicht durch. Jetzt können wir aber durch diese Tür. Musik fängt an, geil. Und es sieht komisch aus. Oh nein, da ist ein Viech drin. Tür ist zu. Müssen wir wohl hier rein. Sneaken wir mal hier so rein, so. Wow. Tür zu. Okay. Okay, ich bin fast tot. Da draußen ist ein Viech. Wir haben dich bekämpft, mein Freund. Mit den Waffen einer Frau, wollte ich gerade sagen. Oh, die Tür geht auf. Aber auch nicht weit. Gut. Die Tür geht auf. Die nicht. Vielleicht immer nur ein Weg hier. Okay. Lieber immer erstmal schleichen. Wenn der Aufzug geht, fress ich einen Besen. Aber warte mal, ist das nicht das hier, wo wir eben mit dem Fahr. Nee, warte mal. Hä? Was sind das für ein Fahrstuhl dann? Tempest. So, Tür ist zu. Hier kommen wir auch nicht raus. Ist da oben irgendwas? Man könnte es mal gucken. Ich meine, in solchen Spielen kann es doch immer mal sein, dass irgendwo etwas versteckt ist. Also können wir mal schauen. Ob das da eventuell auch möglich ist. Oder ob ich mir gerade nur was einbilde. So.
Und hier ist noch eine. Oh, ja, genau. Danke, du Kackstein hier. Nee, dann gehen wir da nicht hoch. Gehen wir hier durch. Na, ist gut. Das würde zu viel Zeit kosten hier. Ja, jetzt sind wir einmal so im Kreis hier durchgelaufen. Anstelle, dass wir uns wie Tarzan so hoch... Na, ich würde gerne nur das erste Hilfeset. Okay, da liegt einer. Und da hinten ist einer. Geil. Okay. Vielleicht schaffen wir es jetzt endlich mal hier jemanden. Jawohl. Im Geistermodus sozusagen zu besiegen. Schleichen wir auch noch zu denen und dann beende ich erstmal den Part. Ah. Okay, er hat uns nur einmal geschlagen, das ist gut. So, hier. Kriegst einen Hut auf. Sieht wunderbar aus. Ey. Achtung. Toter Zombie. Das müssen wir natürlich kennzeichnen hier. Nicht, dass hier noch einer vorbeikommt und dann über diesen Zombie rüber stolpert und denkt, oh mein Gott, warum hat das denn keiner ausgeschildert? Ich mach das jetzt am besten. So, wunderbar. So, dann sieht man sich im nächsten Part von Estrange Act 1 wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao.